Shit. Ach, das muss ja noch weggeräumt werden. Merch ist da. Hallo, Freunde. Der Messer oder des Messersammelns. Heute mal wieder ein schönes neues. Schaut mal, was ich hier habe. Ja, das ist eine Replika aus dem Zweiten Weltkrieg. Das sogenannte Messer mit Werkzeuggriff oder Kampfmesser mit Werkzeuggriff. Ist nach einem realen Vorbild, kommt leider aus China, ist aber dementsprechend trotzdem sehr schön gemacht. Es ist ein ordentlicher Stahl, es ist überhaupt nicht gestempelt. Wir haben es getestet, sieht man hier an den Spuren, wieder ein bisschen eingeölt. Jo. Es hat mehrere Funktionen, kann man schön rausklappen. Flaschenöffner, kleine Messerklinge dran. Hier vorne haben wir noch einen Schraubendreher, flach. Dann haben wir hier zum Kabel abisolieren und eine kleine Klinge vorne dran. Das ist eine ganz interessante Sache. Halten richtig schön fest, wenn man es so aufgeklappt hat. Hier wackelt nichts. Eine Ahle, die auch wirklich funktioniert. Ja, und der obligatorische Gordenzieher. Und alles hält im aufgeklappten Zustand wirklich sehr gut und wackelt nicht mal ein bisschen. So. Ansonsten ist alles andere aus Edelstahl. Das könnte Nussbaum sein. Also ist auch Natur nicht lackiert, sondern geölt. Und wie gesagt, die Klinge richtig schön scharf. Dazu bekommt man immer so eine kleine Broschüre, wenn man sich ein bisschen für die Hintergründe interessiert. Zu jedem Vorbild eine Replika und die kleinen Einzelheiten dazu. Jo. Wurde nicht in besonders großen Stückzahlen hergestellt im Zweiten Weltkrieg. Jo. Also kann man wirklich empfehlen. Ich glaube, das hat aktuell damals 23 Euro pro Messer gekostet. Das ist nicht zu viel Geld, finde ich. No? Tschüss, Freunde.